10 Mal nicht reingezogen werden und Five, gefressen werden und four, nicht in Spinnweben three, landen, ja? Das sind die two, einzigen beiden one. Sachen, die zählen. Und in der Intermission dürft ihr natürlich nicht überfahren werden vom Boss. Was macht Big Damage? Seht den Boss ruhig noch ein bisschen weiter. Genau. Dort kommen die Webs. Und jetzt cleart eine Schneise vom Boss zur Mitte. Mitte im Kreis. Alle am Boss geführt. Baba. Gut, in 5 Sekunden kommt der Soak, der geht wirklich auf Range und Gruppen 1 und 2 soaken den da. Also da ungefähr dahin, wo der Baum gerade steht, da den Soaken, genau, Gruppen 1 und 2 da rein. Und alle bitte use this gate. Auch in den War am besten. Sehe ich gerade nicht, ob er nachhaut. Wunderbar. Und das gleiche kommt jetzt genauso nochmal. Wir spawnen wieder Flächen, wir clearen eine Schneise und dann sind 3 und 4 drin. Parados, by the way, falsch gesagt. 1 und 2 erste, sagst du? Du bist 3. Ich bin bei mir in Gruppe 2. Ja, richtig. Bitte. Achso, dein Interface ist so seltsam, sorry. Das habe ich von dir. Rechts, auf Range, verpiss dich vom Boss. Ja, alle rein, 3, 4. Und nehmt das Gate. Okay, 2 Leute haben es nicht geschafft, das Gate zu usen. Verdammt. Gut, Achtung, Knockback, fällt nicht runter. Und wir gehen gegenüber von da, wo die Eier spawnen. Hier holt das Netz raus, holt das Netz raus. Schaut euch um, wo die Eier spawnen. Auf die gegenüberliegende Seite. Und lasst die jetzt einfach ranlaufen und dodge den Charges. Achtung, Big Charge durch den Raum. Lasst die einfach ranlaufen, Tex. Ihr müsst die da nicht antanken. Komm, lasst, kommt hier hinterher. Stehen alle hier und alle halten ihre Fingerchen ein bisschen still, bis die Tanks wegkommen. Achtung, Charge. Durchs Minicamp. Und ihr könnt blasen. Keine CDs jetzt hineingessen, ne? Die müssen los werden. Ach ja, ihr könnt ein bisschen CDs. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen ruhig. Aber versucht es mal. Das ist kein DPS-Check, ist ganz egal. Und raus ist ein Kleister. Und alles, was am Boden liegt, sofort aufnehmen und zum Boss tragen. Extraction-Button. Und finish natürlich den Kleinen. Und hebt auf. Es liegt jede Menge am Boden. So, noch ein bisschen was. Sehr gut. Mal eine Linie falten. Sehr gut, vielen Dank. So, es kommen Netze. Wir machen jetzt wieder mit den Kreisen eine Schneise Richtung Mitte und 1 und 2 sind dann wieder als erstes dran. Holt die Nester in die Netze raus, bitte. Medis haben auf. Wunderbar. 1 und 2 schon mal positionieren, da wo es sein wird. Wieder weit weg vom Boss. Ich will keine Tode sehen, dann die Mechanik. Dev-CDs. Und use this gate. Sehr schön. Und das gleich wiederholt sich. Macht eine Schneise in der Mitte frei. Da reichen wahrscheinlich 2 Kreise. Es kann auch ein Kreis links, einer rechts gehen. Holt das Netz raus. Und alle frei. Wundervoll, dann cleart, wo noch ist. Und wieder auf Range gehen, Gruppen 3 und 4, Midis alle weg da, geht da rein. Und wenn kein Geld getrennt wurde. Jo, bitte. Geht nicht. Muss währenddessen echt keine Buttons tun. Sehr schön. So, und wir kriegen wieder P2, fallt nicht runter, steht nicht so weit am Rand. Beziehungsweise lasst euch auch nicht in ein Netz knocken. Schaut, ob hinter euch ein Netz ist. Okay, Uwe rausholen. Und wir warten wieder, wo die Eier spawnen, gehen auf die andere Seite. Keiner überfahren lassen. Genau da, wo die Pinks sind, go. Und Finger stillhalten. Lasst die alle rankommen. Hunter und Rogue aufschießen natürlich. Dort steht Charge. Sehr schön.
Ich glaube, ihr könnt ja schon CDs senden. Hier. Die Tanks sind gerne Bleed-Displays für den Vorfall. Und hebt schon mal jetzt Sachen auf. Dann geht's schnell. Wenn da jetzt schon mal eins pickt. Wir brauchen insgesamt 25, das heißt, ein bisschen Verleute doppelt. Holt die Netze raus. Und füttert den Boss. Kleinen Dev-CD hier, jetzt kommen AOEs. Nehmen einen Heiltagsparrow. Interessant. Holt die Netze raus. Das Sparrow retzen. Dev-CD, okay, passt. Holt die Netze raus. Und macht wieder in der Mitte eine Schmackreise. Wir müssen wahrscheinlich noch eine Intermission spielen. Aber dann sollte der Boss tot sein. Jetzt einfach keinen Grundfehler. Ihr wisst alles, wie es aussieht. Weniger in die Netze laufen. Immer Augen auf, wo ihr hingeht. Wir clearen in der Mitte mit den Kreisen. Schaut, dass die wirklich schön frei ist. Holt da hinten ein Netz raus, Rangers. Okay, passt. Nö, passt. Jetzt kommen Gruppen 1 und 2 Soaks. Wieder Gruppe 1 und 2. Range schön. 3, 2, 1. Und raucht, kein Glied. Sehr schön. Mach den letzten weg. Sehr nice, dann können die Kreise wieder links und rechts ein bisschen was machen. Wo du kannst. Ein Tod raus und macht in der Mitte noch die zwei Netze clear. Und Gruppen 3 und 4 auf Range. Keiner Double Soaken aus Versehen. Und use das Gate. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch eine Intermission spielen, also spielt ihr einfach safe. Das Reintragen in den Boss und Killen kann noch etwas schlimmer als. Das Reintragen liegt immer viel auf dem Boden. Alle 20 sofort klicken, dann sollte dann nichts liegen. Hol die Netze raus. Rangers. Boss ist egal, hol die Netze raus. Gehen wieder auf den Blick. Jo, ihr bleibt da, sehr gut. Charge durch das ganze Camp, Vorsicht. Gut. Charge. Muss ich wieder liegen im Camp? Und blastet jetzt. Der Charge ist free. Und pullt keine Akku, bitte. Lass die Tanks was machen. Durchs Camp, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Genau. Pullt Netze raus und viele Netze. Das macht ein AOE-Netz, ne? Also. Leute, hört auf, die Netze zu machen. Schließt bitte auf Sarita, Serator. Und hebt Shit auf. Und ich will jetzt, dass ihr auf den übernächsten AOE alle eure Dev-CDs used. Wieder Netze getriggert. Ihr müsst echt auf eure Füße spucken. Ist nicht so schlecht. Dev-CDs jetzt. Halt, halt, halt. Gut. Nächsten Attack. Boss braucht noch. Heb auf, heb auf, heb auf. Unter Boss sind drei Dinger. Gut. Nächst an. Wir kriegen das auf den Kern, sehr schön. Das war gut shit. Gut shit. Keine Ahnung, was 15 Tries gebraucht oder so. Holy. Ja, kann ich auch, oh mein Gott. Ich glaube 16 waren es, aber sorry, dass ich nicht genau nachgezählt habe. Ja, ich wurde leider